Ja, also was wir hier gleich sehen bei Frieda ist das, was wir eigentlich immer mit den Hunden machen, egal in welcher Situation sie sind. Sie müssen Grundgehorsamsübungen machen. Dazu gehören so Grundkommandos wie Platz, Sitz und so weiter. Und das werden wir jetzt erstmal im Frieda ein bisschen üben. Frieda ist ein bisschen unruhig geworden. Die soll jetzt auch noch mal ein bisschen zeigen, was sie schon gelernt hat. Leib. So schön. Feines Mädchen. Feines. Wichtig ist dabei, dass man Handzeichen und die Kommandos gleichzeitig gibt. Wichtig ist auch, dass alle Beteiligten, also alle Mitarbeiter bei uns, die gleichen Kommandos verwenden, damit die Hunde dann auch auf jeden Fall die Kommandos richtig einordnen können und auch verstehen. Das heißt, nicht der eine sagt Hü, der andere sagt Hot, sondern es sind die gleichen Kommandos. Frieda hat jetzt hier gerade ins Platz sich gelegt und wird dafür bestätigt. Inwieweit ich sie bestätige, mit was, das hängt ein bisschen von dem Tier ab. Das muss ich individuell gucken. Manche Tiere nehmen gerne Leckerlis, andere wieder sind mehr für Streicheleinheiten. Das probieren wir halt aus. Also ganz wichtig bei diesen Übungen ist ein Begriff, der nennt sich Konsequenz. Also man selber muss die Übungen konsequent durchführen und nicht durch den Hund unterbrechen lassen. Also wenn ich einen Sitz von dem Hund erwarte, muss ich auch so lange warten, bis der Hund sitzt, damit ich ihn dann bestätigen kann und durch eine neue Übung dann wieder motivieren kann. Bleib. Das macht Frieda wirklich prima. Ganz toll.